WhatsApp bekommt 9 neue Funktionen. Erstens, Nachrichten nach Datum suchen, wenn du finden willst, was an einem bestimmten Tag geschrieben wurde. Zweitens, Events in Gruppenchats. Dadurch kann man ein Eventdatum festlegen und einen Zeitpunkt, an dem die ganze Gruppe an das Event erinnert wird. Zum Beispiel für Geburtstagsgruppen oder andere Treffen. Drittens, mit Avatar auf Status reagieren. Mit deinen erstellten WhatsApp-Avataren kannst du in Zukunft auch direkt auf einen WhatsApp-Status reagieren. Viertens, Sprachnachrichten nur einmal hören. Genau wie bei Bildern kannst du Sprachnachrichten für nur einmal hören freischalten. Und danach lassen sie sich nicht mehr abspielen. Fünftens, versteckte Chats. Gesperrte Chats lassen sich nicht nur sperren, sie können nun auch mit einem Passwort versehen werden und dann sind sie nur noch durch die Passworteingabe sichtbar. Sechstens, KI-Support. Diese KI ist trainiert auf alles, was mit WhatsApp zu tun hat und kann dir deswegen bei allen Fragen zu WhatsApp weiterhelfen. Siebtens, zweites Gesicht. Du wirst ein zweites WhatsApp-Profil erstellen können, also ein zweites Profilbild mit einem zweiten Namen, der dann nur ausgewählten Kontakten angezeigt wird, anstatt deines Standardprofils. Achtens, Marketingnachrichten. Damit man nun automatisiert seine Kunden mit Werbenachrichten voll spammen kann. Und neuntens, der Button für KI-Chats. Damit können alle Chats mit der WhatsApp-KI über den Button für neue Chats direkt geöffnet werden. Und von wirklich allen neuen WhatsApp-Funktionen erfährst du als erstes von mir. Also folg für mehr.